Damit sind wir auch schon im Spiel. Erstes Gefecht der Begegnung. Big Enough gegen WGP2W. Wargame Pick to Win gegen Bulgarian Navy. Wir haben auf der Seite von... Schauen wir uns gleich an. Wenn wir soweit sind. Dass unser Schiff explodiert ist. Das ist eine schöne Black Camo. Dunkel. So, haben die alle dieselbe Camo wieder? Ja. Versuchen es zumindest, ne? Ja, alle schön schwarze Camo. Ist cool. So, dann schauen wir uns mal ganz schnell die Aufstellung an. Wir haben eine Doppel-Kremlin, wir haben Des Moines, Minotaur, Stalingrad, Doppel-Smolensk, Daring und Z-52. Seite von Big Enough. Wir haben auf der Seite von Wargaming Pay to Win eine Republik, Kremlin, Des Moines, Minotaur, Henri, Zhao und Stalingrad und dazu dann noch eine Gearing und eine Daring. Sprich, beide Teams haben zwei Zerstörer. Auf der Seite von Big Enough haben wir eine Z52 mit Hydro, die wird ein bisschen... Werden wir mal schauen, ob sie mit ihrem Hydro arbeiten kann. 6 Kilometer ist schon gefährlich. Radartechnisch haben wir zweimal Radar. Bin interessiert, wo die beiden Smolensk sich aufhalten werden. Ob sie gemeinsam unterwegs sein werden. Werden sie nicht. Okay, sie machen nicht gemeinsam an Sache. Dafür allerdings Smolensk und Mino zusammen. Die Frage ist, ob die Minotaur auch mit Radar spielt. Genauso wie auf der anderen Seite. Die Minotaur eventuell mit Radar spielt. Würde sich möglicherweise sogar anbieten. Also wie gesagt, es ist schon eine entscheidende Begegnung, wer weiterkommt in diesem Turnier. Wargaming Pay to Win muss gewinnen, um weiterzukommen. BGNAF muss gewinnen, um weiterzukommen. Die werden sich nichts schenken. Das heißt, es dürfte eine spannende Partie werden. Wir haben schon am rückwärts reinfahren. Das Hydro ist bestimmt auch schon an gerade. Ich kann mal gerade schauen. Ja, Hydro von der Z52 ist an. Wird aber auch schon auf ihn geschossen. Dementsprechend schätze ich, dass da auch irgendwo schon das Radar aktiviert wurde. Da ist eine Mino, Des Moines oder Stalingrad. Oh, das wurde gerade blinkend in die Richtung geschossen. Das sind alles reine Spekulationen gerade. Sowas wird im Übrigen auch der Vergangenheit angehören. Da kam eine Salve, die war nicht blind geschossen. Die Streuung sah sehr präzise aus. Dementsprechend schätze ich, dass immer noch das Radar läuft. Was ich sagen wollte, sowas wird denn in Zukunft hoffentlich der Vergangenheit angehören, dass wir nicht mehr wissen, was der Gegner macht, auch wann er sein Consumable benutzt, weil wir hoffentlich bald einen entsprechenden Spectator-Mode bekommen, der funktioniert, indem wir dann beide Seiten für euch betrachten können. Damit geht der erste Cap an BGNAF. Und weiterhin passiert nicht viel, ne? Also bisher nicht viel gespottet. Bei Charlie ist nicht viel. Bravo ist nicht viel. Es fehlt immer noch die... es fehlt eigentlich alles. Das wäre jetzt interessant zu wissen, wo der Feind sich aufhält. Hier laufen Torpedos. Das sind dann wahrscheinlich auch die... Gearing Torps. Die Sau könnte es natürlich auch gewesen sein, allerdings gehe ich davon aus, dass die nicht so weit nach vorne fährt, dass die Torpedos so weit laufen. Da muss ich schon ordentlich nah rangekommen sein. Mein 12 Kilometer hat sie zwar, aber das wäre riskant. Gut möglich. Da haben wir den Henri. Na gut, wenn der Henri so weit vorne steht, kann das schon sein, dass die Sau hier den Weg vor der Insel rumgenommen hat. Aber ist ja gefährlich. Glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass die Gearing hier noch mit unterwegs ist. Auf der anderen Seite, Mino haben sie da noch. Da ist der Nebel, alles klar. Dann haben wir definitiv eine Gearing hier auf der Seite. Die Des Moines, Mino wollte jetzt natürlich in den Nebel reinfahren. Ist natürlich ärgerlich, dass die Gearing ein bisschen zu weit vorne war und damit der Plan nicht funktioniert hat. Sie musste abdrehen, hätte es nicht mehr geschafft rein in den Nebel. Spielt, wie es aussieht, aber auch mit Radar. Also ich würde sagen, sie spielt mit Radar. Sonst hätten sie die Kombination hier, glaube ich, nicht gespielt.
Stalingrad drüben, schiebt sich in Charlie rein, zusammen mit einer Kremlin dahinter. Blick auf Distanz. Wie sieht's aus bei der Z? Z ist gerade offen und wird auch beschossen von der Daring. Und das tut natürlich ordentlich weh, ne? Die Frage, wie lange kann sie am Leben bleiben? Ich glaube fast nicht, dass die Z das überlebt, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, wie lange das Radar schon läuft von der Des Moines, aber das wird... Selbst wenn das Radar von der Des Moines aus ist, haben wir immer noch eine Stalingrad dort hinten. Jetzt sieht es danach aus, als wäre das Radar aus. Die werden hier noch blind reingefeuert, die Granaten. Und jetzt versucht er dort irgendwie rauszukommen. Weg von der Stalingrad, weg von der Des Moines. Ganz schnell die Position verlassen, solange er noch die Möglichkeit dazu hat. Und wir können nur für ihn hoffen, dass die Stalingrad nicht das Radar gezündet hat oder nicht dabei ist, das Radar zu zünden. Oder es vielleicht schon gemacht hat und sie gerade eben auf Cooldown ist. Dann würde die Z noch davonkommen, aber das ist natürlich bitterböse. So viel HP verloren. Gut gemacht natürlich an der Stelle von Wargaming Pay to Win. Werbung hier hingestellt und damit der Des Moines einfach das Radar gezündet. Kein Counter bleiben momentan an der Stelle. Von der Mino. Bin mir immer noch nicht sicher, ob sie Radar dabei hat oder nicht. Aber ich gehe, wie gesagt, davon aus, dass sie mit Radar spielen. Hier laufen Torpedos in den Nebel. Mal gucken, ob da irgendwas trifft. Gehe ich aber nicht davon aus. Dahinter vielleicht den Henri, wenn da noch einer steht. Punktetechnisch sind sie mittlerweile vorne. Daring ist offen. Nebelt sich. War offen durch die Gearing ganz kurz. Ist die Frage, ob jetzt die Mino tatsächlich dort nochmal kommt mit ihrem Radar möglicherweise. Oder es ist ihr eigenes. Das müsste nochmal ein Gearing-Nebel sein. Im Übrigen hier. Der sich gerade auch auflöst. Oder war das nochmal ein Mino-Nebel? Ich bin mir gerade nicht sicher. Wir müssen das mal im Auge behalten. Das sieht aus, als wäre die Daring offen. Wenn die Daring offen ist, dann ist tatsächlich das Radar gerade von der Mino angegangen. Auf Distanz. Hat sie zumindest versucht. Weil ihn sonst nichts aufmachen kann, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass die Mino dort ein Radar besitzt. Hier haben wir auch noch keinen Nebel gesehen. Gehe ich auch davon aus, dass er Radar besitzt. Ja, schade. Für Big Enough. Ist das jetzt ein bisschen tragisch, dass die ihre Z schon so verletzt haben? Oder verletzt sehen? So wenig HP an der Z. Dafür den Cap verloren, den sie so schön am Anfang eingenommen haben. Und den Charlie Cap haben sie verloren. Und den Alpha Cap werden sie wahrscheinlich auch verlieren an der Stelle. Was natürlich noch nicht allzu viel bedeuten muss. Aber der Druck wächst auf BG Nerf an der Stelle. Und ich würde auch nicht sagen, dass es allzu gut aussieht momentan für sie, was die HP angeht. Es ist ausgeglichen. Nur das mit der Z macht mir ein bisschen Sorge in der Mitte. Daring fährt jetzt wieder rein in den Alpha Cap. Das könnte jetzt hier natürlich aber auch eine richtig gute Aktion von der Daring gleich werden. Es ist nur ein Henri dort. Okay, er ist offen durch die Gearing. Muss dann nur schauen, dass er ganz schnell hinter die Insel kommt und das überlebt. Und dadurch, dass die Mino vorhin höchstwahrscheinlich ihr Radar gezündet hat, kann er rankommen, ohne dass das Radar nochmal aufgeht. Oder das Radar sie aufmacht an der Stelle. Wie sieht es da drüben aus? Wir wollen natürlich nichts verpassen hier. Wird blind nochmal in die Richtung geschossen. Die Mino ist immer noch offen. Ich frage mich, wieso da nicht viel kommt. Nicht von der Des Moines. Und jetzt, wie gesagt, die Daring könnte jetzt ein schönes Play machen dort. Mit Hydro arbeiten, die Gearing aufmachen. Die Z kommt in die Richtung gefahren. Gut möglich, dass die Z gleich sich ein bisschen weiter nördlich positioniert, sodass sie an die Gearing rankommt. Dann sich einnebelt und anfängt zu schießen. Aber ich glaube, dass die Daring das jetzt selber probieren wird hier. Rumfahren, mit Nebel arbeiten, Hydro laufen lassen und die Gearing angreifen und rausdrücken nach hinten. Genau, jetzt kommen erstmal die Torpedos, jetzt kommt der Nebel. Also schauen. Und jetzt auf AP laden, komm. AP in die Seite der Gearing. Jawohl. Konnte nur noch mit einer Granate schießen oder mit einem Turm. Schade.
Schade, da hat er für meinen Geschmack ein bisschen zu sehr eingelenkt. Da hätte er vielleicht noch mit seinem Frontturm arbeiten müssen an der Stelle. Dann wäre die Gearing auch schon rausgegangen, schätze ich. Aber es wird weiterhin von hinten drauf geschossen. Smolensk kann arbeiten, der Moin kann arbeiten. Und wenn die Gearing offen bleibt und noch gut getroffen wird, geht die vielleicht sogar raus. Und damit hat dann BG Nuff auf der Seite auf jeden Fall einen riesen Vorteil. Wow, wunderschön. Damit ist das auf jeden Fall wieder ausgeglichen, was die Z dort an HP verloren hat. Und der A-Cap sollte gleich in die Hände von BG Nuff fallen. Wir schauen mal kurz, was auf der anderen Seite passiert. Derek steht mitten im Cap. Die Kremlin fährt hier langsam vor. Und das ist jetzt natürlich... Oh. Oh nein. Oh, das ist die Stärke der Briten-DDs. Ouch. Das ist übrigens auch ein Grund, wieso ich die Daring sehr, sehr gerne fahre und sie mittlerweile einer meiner Lieblings- oder der Lieblings-DD ist auf Stufe 10. Das war eine halbe Kremlin innerhalb von Sekunden. Das tut weh. Er muss schauen, dass er sich irgendwie so positioniert, dass er wieder hier nach vorne fahren kann, weil wenn er gleich breit rumfährt und ihm in die Seite schießen kann, oh boy. Allerdings haben wir ja auch noch die Mino, die Torpedos schmeißen kann einzeln. Schauen wir mal, was hier hinten passiert. Stalingrad hat leider schon einiges einstecken müssen an der Stelle und wird noch weiter beschossen. 8000 HP. 6700. Punktevorteil und Cap-Vorteil für Wargaming Pay-to-Win. Und HP-Vorteil. Und jetzt versuchen sie hier irgendwie in der Mitte dann noch ein bisschen Stress zu machen. Die Daring ist rübergekommen vom Alpha-Cap aus rüber. Die Z verlässt den Alpha-Cap. Ich glaube, die gehen davon aus, dass Wargaming Pay-to-Win nicht mehr in den A-Cap reinfahren will. Lassen die Smolensk und die Des Moines quasi als Verteidigung dort stehen und ziehen jetzt aber die Zerstörer Richtung Bravo. Und da haben wir genau das. Und ich habe es gerade nicht gesehen. Shit. Und die Mino hat jetzt versucht, hier natürlich mit den Torpedos zu arbeiten. Aber ich frage mich, wieso hat er sich dort hingestellt? Breit. Das hätte er doch eigentlich sehen müssen, dass das dann in die Hose geht. Eine volle Kremlin kriegst du mit den Torpedos nicht raus. Klar, du machst ihm Schaden, aber du du schmeißt sein Schiff weg. Das ist schade. Das ist wirklich schade. Die ganze Mino rausgeschmissen. Naja, wir können nur hoffen, dass die Smolensk von hier aus ordentlich auf die Kremlin arbeiten kann. Stalingrad genauso, weil sie steht jetzt hier quasi im Kreuzfeuer, so mehr oder weniger. Machen wir die Stalingrad dort unten. Gerade eben stand die Mino nämlich noch hier hinten. Die hat, glaube ich, den Turn hier vorgenommen und ist dann hier rangefahren. Kann das sein? Oh je. Da kommt eine Salve auf die Stalingrad und sitzt sie. Ah, 12.000 hat er noch. Weiß nicht, was hier Spectral 90 vorhat mit seiner Stalingrad. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie gerade so ein bisschen ihre Schiffe wegschmeißen. Also das hier mit der Mino war irgendwie unnötig und jetzt mit der Stalingrad drauf pushen, während mit der Kremlin drauf pushen, während er hier einen hat und Stalingrad in der Seite. Aber das muss ja auch nicht unbedingt heißen, dass er da noch lange überlebt. Da kommt nämlich... Sehr schön, von hinten kommt die Stalingrad. Ja, jetzt sehe ich das erst. Na klar. Er versucht hier Druck zu machen, damit er rückwärts fährt, damit die Stalingrad von hinten drauf wirken kann. Zwingt ihn jetzt quasi hier in den Nahkampf und eventuell kann er hier noch den Ramkill rausholen. Was für ihn dort... Oh, vorsichtig, wenn er so langsam ist, kann das sein, dass durch die Mechanik er zuerst rausgeht, bevor er hängt. Nein! Nein! Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Er ist hängen geblieben und hat die Geschwindigkeit nicht gehabt, um ihn weiter zu rammen. Junge, das bringt nichts. Er hätte jetzt abbremsen müssen eigentlich. Und er zieht sich zurück. Oh, schade. Er hat sich zurückgezogen, weil die Republik hier vorne aufgepasst hat. Nein, das gibt's doch nicht. Ich glaube, er ist mit seiner Seite hier unten am Berg ein bisschen hängen geblieben und hat dann dadurch abgebremst nochmal. Und dann haben sie sich ganz, ganz sachte geküsst hier vorne. Und wenn du ganz langsam bist, dann hast du nicht den Aufprallschaden, sondern diesen... Ja, habt ihr ja gesehen, ihr bekommt nur ganz, ganz wenig Schaden, der dann tickt.
Und derjenige, der mehr HP hat, der gewinnt dann natürlich den Ram oder die Auseinandersetzung. Mino ist jetzt mittlerweile in A drin, die Dämonen. Ich weiß nicht, was sie vorhat, ob sie ihn versucht rauszudrücken. Aber das sieht ganz schlecht für BGNF aus, leider. An der Stelle, Wargaming Pay to Win wird das wahrscheinlich ganz locker jetzt runterspielen. Auch mit dem Schiffsvorteil, mit dem HP-Vorteil. Können wir noch mal gucken, ob hier vielleicht gleich ein paar Torpedos ordentlich Schaden verursachen. Aber selbst jetzt hier mit der Dämonen in A reinzufahren, wird sehr gefährlich werden. Oh, 3 Torpedo-Hits. Das war, glaube ich, die Republik an der Stelle. Kann das sein? Da kommen nochmal Z-Torpedos. Und da ist die Sau, der hat auch noch 100% an Lebenspunkten. Republik. In der Mitte die Dämonen. Ja, das ist jetzt leider das Problem, dass sie sich dort in eine Position begibt, von der aus sie von verschiedenen Seiten beschossen werden kann. Republik kann dort rüber wirken, eventuell hat sie vielleicht auch gerade schon, aber der Henri alleine schon mit seiner Feuerrate. Ja, der schaut auch schon rüber. Na komm. Mino. Jawohl. Ja, schade. Sehr schade. Also die Aktion, die habe ich nicht wirklich verstanden mit der Mino an der Stelle. Die Kremlin, die hat es auch gleich hinter sich. Daring ist natürlich auch raus, aber das ist... Sie hat sogar überlebt. Oder kommt da noch was? Oh, okay, die Zeit hat ihn noch. Also wie gesagt, die Aktion kann ich nicht ganz verstehen mit der Mino. Und der Ramkill war unglücklich. Also das wäre natürlich cool gewesen, wenn er dort wenigstens ein 1:1 Trade geschafft hätte. Aber das hat halt auch nicht funktioniert leider dann. Hatte Wargaming Peter Win ein bisschen Glück an der Stelle. Aber generell haben sie das nicht schlecht runtergespielt. Haben natürlich auch ein Seed, ne? Also, die haben auch noch nicht gespielt letzten Sonntag. Sondern die sind auch einfach so in der Gruppenphase durch ihre Platzierung im Clan Battle. Das heißt, Wargaming Peter Win ist schon eine Hausnummer als Gegner. GZ. Wiki Pay to Win.